und Münchner Bürger, hört die Geschichte, leider ist's Wahrheit, was wir berichten, hört die Geschichte, der Münchner Mieter und wie's denen geht. Es stand ein Mietshaus, stand in Heidhausen, die drinnen wohnten, sind heute draußen und das kommt daher. Es hat der Hausherr dieses Haus verkauft. Kommt der Konzern und baut einen Palast hin und in dem Palast, da hat er seine Bank drin und weil er Geld hat, hat er die Macht und hat euch nichts gefragt. Und hat euch nichts gefragt. Es war ein Rentner im Münchner Westend, der dieses Viertel, so wie sein Hemd kennt, wurde geboren. Im Münchner Westend und blieb gerne da. Ging gerne abends im Wirtshausgarten, wo seine Spezies zum Schafkopf warten, wohl unter Linden. Auf zwei, drei Halben, jetzt ist er am End. Kommt der Konzern und baut eine Bar hin, da kostet ein Bier 3 Mark und 10 drin. Und wo viel Geld ist, da ist die Macht und ihr seid nicht gefragt. Und ihr seid nicht gefragt. War auch ein Mädchen in der Maxvorstadt, das seinen Willi ganz schrecklich lieb hat, wohnten die beiden in einem Zimmer für 200 Mark. Und durch das Fenster schien nachts der Mond rein, wo werden die beiden im nächsten Jahr sein, werden sie's ertragen, wie man sie jetzt behandelt oder nicht. Kommt der Konzern und schmeißt die beiden raus und baut mit Gewalt da ein Apartmenthaus und das kommt daher. Er hat die Macht und ihr seid nicht gefragt. Und ihr seid nicht gefragt. Ihr Münchner Bürger, hört die Geschichte, auch das ist Wahrheit. Was wir berichten, hört die Geschichte. Der Münchner Mieter, wie sie weitergeht. Es ist viel Zorn jetzt in unserer Stadt, es haben viele Mieter die Herrschaft satt und nehmen die Mieter jetzt ihre Zukunft selber in die Hand. Und zum Verändern, da ist es nicht zu spät, und was verändern hilft ist Solidarität. Und wenn ihr euch zusammentut, dann ist der Konzern mit seiner Macht am End. Mit seiner Macht am End. Mieter, gemeinsam ausgesetzt der Willkür von Hausherr, Großbank und Konzern, schließt euch zusammen, bildet Hausgemeinschaften zur Verteidigung eurer Interessen, solidarisiert euch mit anderen, die eure Lage teilen. Das Recht auf menschenwürdiges Wohnen ist ein Grundrecht. Sie können es euch nicht nehmen, wenn ihr es euch nicht nehmen lasst. Und zum Verändern, da ist es nicht zu spät. Und was verändern hilft, ist Solidarität. Und wenn ihr euch zusammentut, dann ist der Konzern mit seiner Macht am End. Mit seiner Macht am End.